Die haben hier ja nichts Relevantes gefunden. Wir haben hier Kaffeetassen, Kaffeelöffel und sowas mitgenommen, weil hier hat die Wehrsprunggruppe Ausbauarbeiten gemacht und weil die da in den Pausen ihren Kaffee damit gelöffelt haben, haben sie das mitgenommen. Wir haben Fotos mitgenommen, alles was irgendwie in Uniform. Wir haben ein Foto von meinem Vater in Uniform als Oberarzt der Luftwaffe, haben wir mitgenommen, weg war es. Also richtig gehend enteignet. Und unser Prinzip war ja das, die Fahrzeuge waren immer Eigentum eines WSG-Mannes. Die waren regulär zugelassen. Der ganze Fuhrpark. Wir haben einen riesen Fuhrpark gehabt. Und das haben die Leute weggenommen einfach. Aber das war schon, die hätten den Leuten auch ihre Fotos und ihre Uniform. Weil das war ja so. Wir haben gedacht, wir verbieten dem die Organisation und dann geht er in den Untergrund. Ja. Da wusste ich, dass das überhaupt keinen Zweck hat. Was soll ich in den Untergrund? Nicht? Wie soll ich da Leute anwerben? Soll ich da tun? Das, bis jetzt konnte ich sagen, was wir tun, ist nicht verboten. Wir haben Soldaten, die Berufssoldaten waren in der Bundeswehr, mit Wissen ihrer Kommandeure, sind die am Wochenende hierher zur Übung gekommen, haben auch Offizierstellungen gehabt. Okay. Und dann die haben wir gesagt, jetzt ist verboten. Ich habe gesagt, wir machen nicht weiter. Und das war dann der Grund, weil dann wäre ja alles, da brauchen wir uns bloß treffen, ein Lied singen und schon ist der organisatorische Zusammenhalt beibehalten und ist schon strafbar. Das macht man ein paar Mal, einmal ein halbes Jahr, dann ein Jahr und immer mehr und dann ist alles kaputt und du bist der Böse, weil du die verbotene Organisation fortführst. So. Und das habe ich nicht getan. Ich glaube, wir müssen umschalten und wir müssen andere Wege finden. Und dann kam eben dieser Agent in dieser Zeit und hat gesagt, Hoffmann, Libanon, da sind Leute, die wollen Sie kennenlernen. Ich hatte keine Ahnung von den Verhältnissen. Ja, die bezahlen das, ich bringe Sie mal dahin. Was wollen die von mir? Ja, das erfahren Sie schon, das wissen wir nicht. Und dann war es so, Gott sei Dank war der Mann mir nicht sympathisch. Ich habe in Libanon dann, aber die Palästinenser waren sympathisch. Und die Wehrsportgruppe gab es nicht mehr, ich wusste nicht, was ich machen soll. Und das war für mich erstmal, wie soll ich mal sagen, ein gewisses Abenteuer. Und dann habe ich mir gedacht, naja, das machen wir jetzt nochmal 2 Jahre. Und dann hinterher, dann ist es ja auch, wie soll ich mal sagen, das kann man zur Propaganda benutzen. Mehr wollte ich eigentlich nicht. Aber ich wusste nicht, dass ich dahin geschickt worden bin. Nicht? Ja, wir haben keinen Verdacht geschossen. Überhaupt nicht, und zwar deswegen nicht, weil der vorher, viele Jahre vorher, hat der mit den Palästinensern zusammen gekämpft in Jordanien. Und der hatte dort so eine Nummer, die haben dem vertraut. Da habe ich gedacht, wenn der palästinensische Geheimdienst sie so lange kennt und dem vertraut, muss ich nicht denken, dass er ein Spitzel ist. Und dann habe ich noch was gedacht. Ich wusste, er hatte hier alle möglichen Bankraub, Verbrechen und so weiter. Damals habe ich noch gedacht, mit so einem Dreck wird sich unsere Behörde nicht befassen. Das Gegenteil ist der Fall. Nur der Dreck wird benutzt. Ne? Tut sie scheinbar schon. Bitte? Tut sie scheinbar schon. Oder hat sie zumindest getan. Wer? Die Behörden. Ja, natürlich schon. Ja. Nur mit solchen, andere können sie ja gar nicht gebrauchen. Er muss erpressbar sein. Und das wissen wir auch alles, weil dieser Albrecht hat aus der Haft einen Brief geschrieben an den damaligen Innenminister und hat sich beschwert und hat gesagt, guck mal, was ich alles für euch getan habe. Ich habe den Kontakt hergestellt und das ist jetzt der Dank und ihr lasst mich im Gefängnis und so. Also dieser Brief, den hat der Stefan Aus irgendwie bekommen und hat das ausgebreitet, sodass es bekannt ist, wer dahinter steckt. Und der hat auch denjenigen genannt, den Maus, zwar mit einem anderen Namen, der hat ihn angestiftet, diese Intrige, also ich in den Libanon, damit ich dort entweder dort liquidiert werden kann oder dann am besten hier. Und es ist ja so, die haben gedacht, der Albrecht bleibt sozusagen ihr Auge. Aber ich habe mich dort mit dem geschützt, mir war das mit der Wache gegenüber gestanden. Aus einem nichtlichen Vorfall heraus, wir haben Wache gehabt in dem Lager nachts und er ist immer im schwarzen Trainingsanzug, hat er sich an den Wachen vorbeigeschlichen. Das haben die mir gemeldet und wir haben den schon gesehen. Was sollen wir denn machen? Er schleicht sich immer raus und gegenüber war eine libanesische Kaserne. Da ist er immer so ins Niemandsland. Er wollte nur die Wachen provozieren. Und dann habe ich gesagt, dann machen wir einen Wach. Wenn er wiederkommt, dann erschreckt ihr den mal. Kommt er wieder an und dann hat er den Kalaschnikow genommen und gesagt, mein Hunak, wer ist da? Und haben sie festgenommen.
dann hat er sich beschwert, hat sich furchtbar aufgeregt. Und dann bin ich ins Lager gefahren, oder in sein Zelt. Ich stehe Kalaschnikow unterm Arm und neben mir einer, und er war drin gestanden mit dem Revolver, und haben uns gegenseitig beschimpft. Und ihre Idioten da, wie gesagt, der Idiot bist du. Nicht? Die haben ihre Pflicht dafür. So war das. So dass ich dann, Gott sei Dank, den abgeschaltet habe. Jetzt war der Verfassungsschutz blind. Man, ich sage immer Verfassungsschutz, das sind Seilschaften. Das ist nicht das ganze Gebilde. Es sind einzelne Seilschaften, die da etwas tun. Die Seilschaften. Also bestimmte kriminelle Elemente in dem Verfassungsschutz. In dem Fall war es ja so, es waren erkanntermaßen vier. Und die habe ich ja alle öffentlich genannt. Ich habe den GBA angeschrieben und habe gesagt, ermitteln Sie gegen die. Dann müssen die doch mich jetzt verklagen müssen, doch, dann bekommen Sie dazu, sowas ins Netz zu setzen. Nein, da hören Sie auch nichts von der Presse, weil ich recht habe. Der Dr. Langemann war noch im Verfassungsschutz, und zwar der Chef von Bayern. Der Dr. Kolmar ist aus dem BND ausgetreten, weil sie die Absicht hatten, einen, so wie der Maus. Der Maus war immer selbstständiger Agent mit Kontakten überall der ganzen Welt. Und der Heidel war auch ausgetreten und hat als Journalist sich dargestellt. In Wirklichkeit, und das haben sie auch noch gesagt, in dem Untersuchungsausschuss, also da greift er sich an den Kopf, der Aust hat dazu geschrieben, den Zuhörern ist natürlich schlecht geworden, wie sie das gehört haben, und haben gesagt, wir wollten, halten Sie sich fest, wir wollten eine Terroristengruppe aus einigen Leuten bilden, die dann von sich reden macht. Ja, Teufel nochmal. Das heißt also, es ist eine Seilschaft. Nicht? Der eine ist noch drin, der andere war nie drin, zwei andere sind ausgetreten. Die hatten auch einen Namen, die wollten das so wie ein Detektivbüro nach außen hin aufziehen, weil sie noch illegaler arbeiten können als die Behörde und dann ihre Ergebnisse an die anderen Ämter verkaufen. Also schmutzig. Как в кино, нужно еще раз встретиться, зайти в зал. Я там на улице еще, может быть, проводят, спросим, типа, чем он живет сегодня, как кому-то для еды, ничего для души, выращивает. Да, да, со мной вместе. Да, встречает и как бы показывает свое хозяйство. Сам я его спрошу, типа, что за зал? Я же купил там. Du willst auf der Straße aufschlagen, ja. Schluss von Arden machen. Ja, das tolle Produkt. Eltern zeigen, ja. Ja. Und, damit wir das Ganze so ein bisschen... Braucht ihr nicht dazu? Ja, ja, genau. Ja. Das sieht zum Beispiel ans Gartentor treten. Ja. Jetzt mal was anderes. Ja. Wir haben ja was Größeres zu essen gemacht, und zwar zu kurzfristig. Aber ein bisschen was können wir machen. Wir haben eine türkische Suppe gemacht mit Weißbrot. Die können wir zusammen essen jetzt, um die Zeit. Ja, super. Ja. Das ist nicht schlecht. Ну хорошо, ну да, но это я ну да, да, это будет. Ja, aber zuerst möchte er. Wenn seine Arbeit fertig macht. Ja, okay. Genau, wenn die Arbeit fertig ist. Ja. Okay, aber das dauert ja.